Der Windkanal von Audi. Geschwindigkeiten um die 100 km/h. Das Filmen wird zum Kraftakt. Und dennoch, beste Bedingungen für das Training der DSV-Skispringer. Der Flug im Windkanal dauert wesentlich länger als der auf der Schanze. Das heißt, optimales Training für Haltung und Körperspannung. Also man kann sich da auf viele andere Dinge auch mal konzentrieren direkt. Was man jetzt beim Skispringen nicht schafft, so wie sind die Arme, wie sind die Hände, wie bewegt man alles. Und das ist schon wirklich ganz gut. Simuliert wird ein Flug mit einer Geschwindigkeit zwischen 80 und 100 km/h, ähnlich wie auf der Schanze. Trotzdem ist das Indoor-Skispringen nicht immer 1:1 mit der realen Situation zu vergleichen. Na, das Problem ist das Lageempfinden, weil natürlich die Anströmrichtung sich auf der Schanze ständig verändert. Hier habe ich den Wind aus einer Richtung. Das heißt, ich muss eine andere Lage einnehmen und kann meine Lage nicht so variieren. Aber es geht hier mehr um das kinästhetische Empfinden. Ihr Gefühl für Gewicht und Bewegung trainieren im Audi-Windkanal auch die DSV-Damen. Die Geschwindigkeit kann dabei individuell auf den Athleten eingestellt werden. So wird ein optimales Training garantiert. Dass wir hier rein dürfen, das freut uns. Das ist auch, glaube ich, ein großer Aufwand für Audi, dass er da die ganzen Autos und alles raustut. Und deswegen kann man da einfach nur ein großes Dankeschön an Audi sagen.